Nationales Forschungszentrum für Strahlenmedizin in Kiew. Seit Juri 5 ist, wird er hier regelmäßig untersucht. Juri war noch im Mutterleib, als der Reaktor explodierte und seine Mutter Hals über Kopf Pripyat verlassen musste, zusammen mit den anderen 30.000 Einwohnern. Juri ist seit Geburt schwerer Epileptiker. Er bezieht eine Rente als Tschernobyl-Invalide. Die Neurophysiologen Konstantin und Tanja Loganowski untersuchen seit 20 Jahren Hirnschäden bei Menschen, die vor der Geburt verstrahlt wurden. Erst seit kurzem stehen dem Forscher-Ehepaar moderne Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Hier sehen wir, dass die Frequenzen nicht stimmen. Es sollten mehr als 8 Hertz sein, sind aber nur 7,9 und 7,8. Wir machen jetzt ein funktionales MRI, um herauszufinden, ob es sich um einen organischen Hirnschaden handelt. Durch die Zusammenarbeit mit westlichen Forschungseinrichtungen und deren Unterstützung ist das sogenannte Tschernobyl-Spital das bestausgerüstete in Kiew. Die Forscher rund um Konstantin Loganowski haben bis heute tausende Liquidatoren und Evakuierte untersucht. Doch die größte internationale Beachtung fanden ihre Studien zu den vorgeburtlichen Strahlenschäden. Pränatale Verstrahlung verursacht psychische Störungen und kognitive Abnormalitäten. Und wir haben häufigeres Auftreten von Epilepsie entdeckt. Mit der aktuellen Studie möchten wir herausfinden, warum diese Schäden entstehen. Was wir heute wissen, die linke Hirnhälfte ist verletzlicher als die rechte. Dies kann sich negativ auf die Intelligenz auswirken. Daher machen die Neurophysiologen mit den Probanden intensive IQ-Tests. Juri meistert den Test gut. Trotzdem, er fühlt sich stigmatisiert. Psychische Erkrankungen gelten in der Ukraine als schweres Manko. Tschernobyl-Opfer haben zusätzlich schlechte Chancen, einen Partner zu finden, denn die Angst vor Erbschäden ist groß. Auf mich trifft das sicher zu. Ich hatte noch nie eine Freundin. Als Kind war ich schon immer alleine. Hier in Kiew haben die anderen Kinder einen Bogen um uns Evakuierte gemacht. Auch die aktuelle Studie wird kaum beweisen können, ob wirklich die Strahlung seine Epilepsie ausgelöst hat. Doch Juri war sich schon immer sicher, ohne Tschernobyl hätte er diese Krankheit nicht und sein ganzes Leben wäre anders verlaufen.